Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Ganz herzlich willkommen bei meinem Liebeshoroskop für den August 2017, den Monat mit der Sonnenfinsternis. Ja, das wird ein heißer Monat für euch. Die Venus steht fast den ganzen Monat über in eurem Zeichen und deshalb fließt euch viel Liebesenergie zu. Leider macht die Venus aber auch eine Reihe von komplizierten Aspekten und damit steht ihr natürlich ganz stark in Resonanz. Wunderbare romantische Liebeserlebnisse oder auch Liebeschaos. Alles ist möglich. Wenn das nun viele Fragen aufwirft, dann wäre es eine gute Idee, wenn ihr bei der Verlosung mitmachen würdet, denn da gibt es eine Beratung bei mir zu gewinnen. Mehr dazu am Ende des Videos und die Gewinnerin wird in der nächsten kosmischen Schwingung bekannt gegeben. Jetzt zu eurem Erlebnishintergrund, das heißt die Aspekte, die längere Zeit auf euch einwirken. Da haben wir zunächst den wunderbaren Romantik-Aspekt zu Romantikplaneten Neptun. Der steht für euch sehr günstig zur Krebssonne und verleiht euch Ausstrahlung und Offenheit für Romanzen und für die große Liebe. Also es ist ein sehr schöner Liebesaspekt. Jetzt kommt aber ab August dieses Halbquadrat zu Uranus dazu, der ja dann auch zu einigen Krebsgeborenen in Spannung steht. Und was jetzt die nächsten 3 Monate wirkt, das habe ich in der kosmischen Schwingung genau besprochen, das bringt es eben mit sich, dass neue Begegnungen oft von vielen Unsicherheiten geprägt sein können, dass Leute auf euch zukommen, die sich ihrer Situation nicht sicher sind, die sich vielleicht trennen wollen, sich dann aber doch nicht trennen oder eben auch, wenn ihr Internet-Dating macht, dass ihr da sehr aufpassen müsst, denn die Leute neigen noch mehr als sonst dazu, sich falsch darzustellen. Das gebe ich euch schon mal mit, dass ihr einfach wirklich bei allen Leuten, die ihr neu kennenlernt, erstmal 3 Monate ein bisschen abwartet, ehe ihr euch da tiefer drauf einlässt. Ihr wisst schon, die 90-Tage-Regel. So, und dieses Trigon zu Neptun, dieses Romantische, das spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die vom 3. bis 7. Juli Geburtstag haben. Dann haben wir die Spannung zu Jupiter, der Glücksplanet. Steht für euch sehr schön im 4. Haus der Familie. Und ich habe es selber auch sehr gemerkt. Ich bin ja Krebsaszendent. Als Jupiter bei mir dann ins 4. Haus reinlief, habe ich sehr viele glückliche Momente dadurch gehabt. Hier bei mir zu Hause viele Partys, viel Besuch. Und das könnt ihr dann auch erleben mit diesem Aspekt. Selbst wenn es eine Spannung ist. Die Spannung bedeutet immer, dass man vielleicht übertreibt, dass man sich zu viel vornimmt oder dass es alles zu viel wird. Aber im Großen und Ganzen doch ein schöner Aspekt für die Geburtstagskinder, besonders vom 3. bis 7. Juli. Jetzt haben wir aber im August auch das Quadrat zu Pluto mit dabei. Und der steht ja für euch sehr wichtig, denn der steht im 7. Haus, im Partnerhaus der Krebsgeborenen. Und damit habt ihr ja schon lange zu tun. Das sind diese Transformationen, die durch Liebe und Partnerschaft ins Leben kommen, durch Begegnungen mit Menschen. Sie können einem das Herz brechen, sie können einen aber auch ganz enorm weiter nach vorne bringen. Und da ist für alle diejenigen, die mit diesem Aspekt jetzt zu tun haben, wirklich ganz wichtig, dass sie sich auf die richtigen Leute einlassen. Denn Pluto ist eine enorme Kraft, die sich dann entfaltet durch jemand, der in euer Leben tritt oder in eurem Leben ist. Und das darf der natürlich nur, wenn der euch auch gut will. Und deswegen dürft ihr euch auf keinen Fall in Leute verlieben, die zwar faszinierend sind und Charisma haben, das ist nämlich auch Pluto, aber euch nicht gut tun. Da müsst ihr echt konsequent sein. Für manche Krebse bedeutet dieser Aspekt auch, die also schon eine Partnerschaft haben, dass sie vielleicht sich trennen müssen, weil sie merken, dass es ihnen nicht mehr gut tut. Oder auch, dass die Partnerschaft eine Transformation durchläuft. Das ist ein gewaltiger Aspekt, habe ich auch ganz ausführlich im Jahreshoroskop drüber gesprochen, weil der auch das ganze Jahr anhält. Da könnt ihr euch sonst auch nochmal drüber schlau machen. In diesem Monat spüren den jetzt besonders diejenigen, die zwischen dem 8. und dem 12. Juli Geburtstag haben. Und da haben wir jetzt eben eine Überschneidung, ne? Jupiter 6. bis 16., Pluto 8. bis 12. Und da spielt sich eben jetzt diese Spannung ab. Und die Spannung ist hier zwischen Partnerschaft und Familie, Verwurzelung. Das kann zum Beispiel mit sich bringen, dass vielleicht ihr durch die Partnerschaft herausgefordert werdet, umzuziehen. Und das wollt ihr vielleicht gar nicht. Oder ihr habt eine Umzugssituation durch die Partnerschaft. Das wäre möglich. Da es aber auch ein Geld- und Schuldenplanet ist, kann es auch mit sich bringen, dass ihr vielleicht einfach ein gemeinsames Haus kaufen wollt oder gekauft habt und jetzt feststellt, wow, das ist ja doch ganz schön teuer. Gemeinsame Anschaffung, ne? Und da ist es dann eben vor allen Dingen für die Krebse in fester Beziehung ganz wichtig, sich über alle Anschaffungen immer sorgfältig mit dem Partner abzusprechen. Also bitte keine Frustkäufe,
Ihr habt ja auch die Venus im ersten Haus. Das verführt natürlich auch dazu, Geld auszugeben für sich selber. Bitte keine Frustkäufe mit der Kreditkarte des Herzallerliebsten, ohne dass der davon weiß. Okay, das wäre ganz wichtig. Und dieses Quadrat hält an bis zum 20. August. Dann löst es sich aber auch langsam auf. Und das ist die gute Nachricht. Und dann habt ihr ja noch das Quadrat zu Uranus im 10. Haus, hier im Berufshaus. Das ist eine Spannung auf die Krebssonne. Uranus ist der Befreier und der Trenner und der Erneuerer unter den Planeten. Und das kann euch in Situationen bringen, wo ihr was abbrechen wollt oder müsst, wo ihr euch trennen wollt oder müsst oder wo eben auch vielleicht eine berufliche Herausforderung dazu euch drängt, etwas zu verändern in eurem Leben und auch in eurem Beziehungsleben. Und dieses Quadrat spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 19. und 22. Juli Geburtstag haben. Und es wirkt auch diesmal ganz besonders stark, weil der Uranus ja rückläufig wird und dadurch eine besonders starke Kraft entfaltet. Also versucht einfach, Ruhe zu bewahren, ja, und euch nicht zu sehr in irgendwas reinzusteigern, sodass ihr vielleicht Entscheidungen trefft, die überstürzt sind, die ihr vielleicht hinterher bedauert. Und guckt euch das wirklich in Ruhe an, versucht es auch nicht zu emotional zu sehen, sondern wirklich zu gucken, okay, ist es eine Veränderung, die nötig ist, wie gehe ich die an, wie mache ich das, und redet unbedingt über alles mit eurem Herzallerliebsten. Das ist halt ganz, ganz wichtig, ne? Dass ihr euch nicht in krebstypischer Manier in die Schmollecke zurückzieht, sondern dass ihr wirklich redet, weil nicht immer kann euer Partner erraten, was mit euch los ist. Und gerade in diesem Monat habt ihr ja die Venus in eurem Zeichen. Die hilft euch also dabei, diese Dinge auch mit viel Charme vorzutragen und viel auf eine liebevolle Art. Ihr müsst halt nur aufpassen, wann die Venus schwierige Aspekte bekommt. Aber das sage ich euch ja gleich noch. Und dann müsst ihr eben bedenken, dass auch für diejenigen, die diese Spannung hier von Uranus kriegen, dass der Neptun auch noch mit dabei ist. Das heißt also, wenn ihr neue Leute kennenlernt oder euch vielleicht irgendwie gedrängt fühlt, euch durch die Beziehungsprobleme in eine neue Beziehung hinein zu flüchten, dann ist das auch eine Sache, die mit Vorsicht zu genießen ist und wo ihr damit rechnen müsst, dass das erstmal so nicht funktioniert und was ihr euch bitte auch dann 3 Monate lang erstmal in Ruhe anschauen solltet. Genau, und damit kommen wir jetzt zu euren aktuellen Tendenzen. Der Monat beginnt mit der Sonne im Löwen. Die steht für euch hier im 2. Haus. Das ist ja eigentlich recht angenehm fürs Geld. Geht auch um eure eigenen Werte, was ihr euch wert seid. Das war ja auch das Thema des letzten Neumondes. Und die Sonne steht in der 2. Dekade. Dann ist der Merkur, der steht in der Jungfrau im 3. Haus. Steht da gut für euch, also für Verhandlungen, zum Unterhalten, um in Kontakt zu kommen. Schöne Konstellation für euch. Und dann geht es weiter mit der Venus natürlich. Die Venus steht bei euch eben im 1. Haus jetzt, in der 1. Dekade, ist ja gerade erst reingelaufen. Beglückt also die Krebsgeborenen in der 1. Dekade, und die haben es auch besonders gut, weil in der 1. Dekade stehen jetzt nicht die ganzen anderen problematischen Planeten. Das heißt, solange die Venus da ist, kann sie sich halt besonders schön für euch entfalten. Das heißt, sie macht euch charmant, beliebt, es sorgt auch für körperliche Schönheit und auch für die Lust an der Schönheit. Macht euch jetzt also auch besonders viel Spaß, was für eure Schönheit zu tun, und dann tut das auch ruhig. Genau, dann haben wir den Mars, der steht im Löwen noch in der 1. Dekade, auch hier für euch im 2. Haus, im Geldhaus. Das hilft übrigens, falls euch jemand Geld schuldet und ihr das mal wieder haben wollt. Dann solltet ihr das einfordern, solange Mars da im 2. Haus für euch steht. Genau, dann haben wir am 3. August eben diesen Tag, wo der Uranus rückläufig wird, also seine besondere Kraft entfaltet. Aber das ist eben nicht nur dieser eine Tag, sondern das sind jetzt die ganzen Wochen im August. Und deswegen meine Warnung, so Freiheitstendenzen oder Trennungstendenzen erstmal denen nicht gleich zu folgen aus einem Impuls heraus. Und dann haben wir das Jupiter-Pluto-Quadrat, das wird am 4. August und dauert dann noch bis zum 20. August, und dann löst es sich ja langsam wieder auf. Ja, und am Montag ist dann schon der erste große Tag für euch, der Vollmond, der als partielle Mondfinsternis erscheinen wird, ist für euch auf der Werteachse im Horoskop 2-8, also hier im Löwen, und der Mond steht im Wassermann, und da kann es emotional geführte Auseinandersetzungen um Wertethemen
geben rund um diesen Vollmond, ja. Das heißt also, wie viel seid ihr euch wert? Wie viel Wertschätzung bringt euch der Partner entgegen? Wie sieht es mit eurer gemeinsamen Kasse aus? Ja, das sind alles so Themen, wo man aufpassen muss, dass man rund um den Vollmond sich nicht drüber streitet. Achtet darauf, weil ihr natürlich als Mondwesen, ne, Krebse sind ja die Mondwesen des Tierkreises, halt auch besonders stark von solchen emotionalen Wallungen und überhaupt von allem, was der Mond so tut, beeinflusst seid. Und ja gut, kommen wir gleich noch drauf, wenn wir zur Sonnenfinsternis kommen. Aber jetzt habe ich erstmal einen Top-Tag für euch, nein, zwei Top-Tage sogar, Mittwoch und Donnerstag, 9. und 10. August. 9. und 10. hier. Das sind zwei wunderschöne Tage zum Flirten und für Liebesgeflüster. Da haben wir die Venus, die bei euch im ersten Haus steht, auch herrlich. Die bildet einen schönen Aspekt zum Neptun und zum Mond auch am Mittwoch und dann am 10. noch zu, ab 10. zu Neptun und dann auch noch zu Merkur. Das ist das Liebesgeflüster hier. Und auch für die festliierten Krebse ist das gut, weil es nämlich auch für Familienglück steht. Ja, mit dem Jupiter hier in 4 in Verbindung zur Sonne. Also das ist alles wunderbar und diese Tage sind ja auch Teil der super heißen Flirtphase vom 9. bis zum 12. August. Und am 9. geht dann auch die Venus, die bei euch im ersten Haus steht, in die zweite Dekade. Ne? Und das Ganze eben in diesem schönen Aspekt zu Neptun. Am 13. August wird ja dann der Merkur rückläufig und das bis zum 5. September. Das Ganze ist bei euch im dritten Haus, also müsst ihr schon auch aufpassen, dass es nicht zu Missverständnissen kommt oder eben auch möglichst keine Verträge unterschreiben, gerade auch nicht in der Zeit möglichst kein neues Handy kaufen. Also gerade, das ist ja auch noch das dritte Haus bei euch, das heißt also wirklich das Haus, was für Kommunikation, Handy, Transport und solche Sachen zuständig ist. Also schaut mal, dass ihr da bis zum 5. September vorsichtig seid und rechnet einfach damit, dass Entscheidungen, die ihr dann trefft, auch sowieso nochmal revidiert werden müssen oder dass es sich zeigt, dass eine bestimmte Information fehlte und dann sieht es auf einmal alles ganz anders aus. Das ist also alles so. Damit müsst ihr rechnen dann in den folgenden Wochen bis 5. September. Ja, und am 13. beginnt ja dann auch die Herzensbrecherphase und die ist für euch jetzt wirklich heikel, weil es eben die Venus betrifft, die auch noch bei euch im Zeichen steht, in eurem ersten Haus steht. Die geht dann eben hier in die Opposition zu Pluto und das Ganze bei euch auf der Partnerschaftsachse und im Quadrat dazu auch noch Jupiter. Insofern ist das also schon so, dass ihr Gefahr läuft, euch da zu verlieben und dann, dass man euch vielleicht das Herz bricht. Ja? Es kann auch in einer bestehenden Beziehung zu Auseinandersetzungen kommen, die vielleicht herzensbrechend wirken. Das ist einfach eine schwierige Zeit, gebt da Acht auf euch. Und versucht in der Zeit, ähnlich wie in der Phase mit Mars im Krebs, die Dinge nicht zu persönlich zu nehmen, nicht zu sehr euch unter die Haut gehen zu lassen, sondern lieber noch ein bisschen abzuwarten, bis sich diese stärkste Spannung wieder gelegt hat, weil die eben bis zum 18. geht, diese Phase. Ne? Und die dadurch diese ganzen Spannungsenergien, die werden eben direkt in euer Zeichen reingelenkt. Kann auch sein, dass es vielleicht ein Krach ist, der im Juli schon stattgefunden hat, der dann nochmal hochkommt. Oder ihr verliebt euch eben megamäßig. Aber dann denkt an die 90-Tage-Regel. Erstmal 3 Monate abwarten. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Genau. Am 18. beginnt dann die Venus in eurem ersten Haus den Durchgang durch die dritte Dekade. Und dann haben wir am 19., Samstag den 19. abends bis Sonntag, den 20. Jahr, das Partywochenende, wenn die Planeten alle im Löwen stehen, ist bestimmt auch für euch eine schöne Zeit mit Sommerfesten und anderen lustigen Gelegenheiten, wo ihr viel Spaß haben werdet. Also insofern denke ich mal, ja, vor allen Dingen, weil ihr eben die Venus auch im ersten Haus habt, ne? Das heißt, dann könnt ihr euch da einbringen und da wirkt ihr sehr gut und kommt halt sehr gut an. Deswegen würde ich an dem Wochenende auf jeden Fall jede Party, zu der ich eingeladen wäre, mitnehmen. Und dann kommt der 21. und dann ist Sonnenfinsternis. Die genaue Zeit dieses Neumonds ist um 20.25 Uhr. Und der fällt jetzt auch für euch ins zweite Haus der Werte. Und wenn wir uns das als Neumond angucken, wieder mit den Stichworten Kreativität, Exzellenz und Manifestation, dann kann es vielleicht für euch heißen, Ideen, die euch reich machen können, wenn ihr sie umsetzt. Und auch Ideen, die euren Selbstwert steigen lassen. Ja?
Und zum Vollmond am 6. September habt ihr dann vielleicht bereits etwas zu präsentieren, auch weil der Vollmond ja dann bei euch im dritten Haus, das ist das Haus des Präsentierens, stattfindet. Aber wie gesagt, zu diesem Neumond sind halt die Verbindungen ganz toll zu Uranus, tolle Ideen, Saturn und Lilith, Manifestation. Also das ist schon super, super, super spannend. Und denkt deswegen drüber nach, was seid ihr euch wert, was ist euch eure Partnerschaft wert und eben auch vielleicht, wenn ihr tolle Ideen habt, die sich zu Geld machen lassen. Dafür ist dieser Neumond einfach super geeignet. Genau, dann habt ihr am Dienstag noch einen Top-Tag. Da haben wir nämlich die Venus, die bildet dann hier einen schönen Aspekt zu Heilerplanet Chiron. Da ist also Heilung möglich eines Beziehungsproblems. Und mit eurer Intuition erfasst ihr dann auch ohne Worte, was ein geliebter Mensch braucht. Am 23. August geht dann die Sonne ins Zeichen Jungfrau und geht damit in einen günstigen Aspekt für die erste Dekade des Krebszeichens. Und dann kommen noch mal zwei heikle Tage am 24. und 25. Das ist eben, wenn die Venus hier diese Spannung zu Uranus bildet. Also da dürft ihr keine Liebesfehler machen aus einem Impuls heraus, aus einem Beleidigtsein heraus. Das gilt jetzt besonders für die dritte Dekade der Krebsgeborenen. Dass man sich da vielleicht aus einem Impuls heraus trennt, das wäre wirklich schade drum. Am 26. geht die Venus dann in den Löwen, in die erste Dekade des Zeichens Löwe und damit auch in euer zweites Haus. Also auch dann wieder das Selbstwertthema wird dann eigentlich auch ganz günstig bestrahlt von der Venus. Das ist für euch dann noch spannend und dann gibt es auch die Sonne, die hier im dritten Haus für euch gut steht, mit Merkur, kommt die dann zusammen. Vielleicht gibt es dann noch einiges zu besprechen und zu klären. Und dann habt ihr am 27. nochmal einen Top-Tag. Wunderschön mit dem Mond hier in eurem Haus der Lebensfreude in einem romantischen Aspekt zu Neptun. Das ist toll für glückliche Liierte oder auch, wenn ihr dann zusammen mit eurem Liebsten in Urlaub seid oder eben auch für einen Urlaubsflirt. So, aber diesen Urlaubsflirt, wie besprochen, bitte erstmal mit Vorsicht genießen. Genau. Und am 31. August läuft dann noch der Merkur auf seinem Rückläufigkeitsweg wieder zurück in den Löwen. Das waren die wichtigen Konstellationen des Monats August. Wenn ihr Beratungsbedarf habt, dann könnt ihr einfach auf meiner Homepage vorbeischauen. Da gibt es hier dieses kleine i, da versteckt sich der Hinweis dahinter. Und direkt auf meiner Homepage eine Beratung buchen oder ihr macht mit bei meinem Webinar. Das könnt ihr auch über meine Homepage buchen. Antonias Sterne am 28. Juli. Da beantworte ich für jede Teilnehmerin eine Frage zum Horoskop. Und danach gehe ich erstmal in die Sommerpause und mache dann im September mit Antonias Sterne wieder weiter. Wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr natürlich auch bei meiner Verlosung gewinnen. 15 Minuten Kurzberatung bei mir und mir dann eure Fragen stellen. Und der Gewinner oder die Gewinnerin wird in der nächsten kosmischen Schwingung dann bekannt gegeben. Und wenn ihr da dabei sein wollt, dann postet mir doch bitte hier einen netten Kommentar. Am liebsten ein bisschen mehr als nur ich will gewinnen, sondern ich interessiere mich ja auch dafür, wie es euch geht mit meinen Videos, wie es euch gefällt, was ihr damit anfangen könnt. Und abonniert meinen Kanal. Dann seid ihr dabei. Und zum Schluss noch ein Hinweis, falls noch nicht geschehen, schaut euch auf jeden Fall mein Special Folge deinem Herzen an. Ist auch noch mal sehr wichtig im Zusammenhang mit der Sonnenfinsternis. Alles Gute mit den Sternen.